Mich interessiert Geschichte in meinen Bildern, in meinem aktuellen Werkzyklus Icons and Stills. Geschichte, die nichts mit den Pyramiden zu tun hat, die nichts mit Ninive oder der Französischen Revolution zu tun hat, sondern Geschichte aus meiner Lebensspanne, kulturphilosophische Geschichte, populäre Kulturgeschichte. Und wenn man ganz großes Glück hat, kommt der Betrachter auch auf die gleichen Gedankengänge und so mag sich ihm das Bild entschlüsseln. Es muss nicht entschlüsselt werden, es hilft aber beim Verständnis. Von daher ist mir Geschichte wichtig innerhalb meiner Kunst, aber in erster Linie die Geschichte meiner Lebensspanne. Und wie gesagt, kurz davor. Kurz dahinter geht er nicht.